what you want. So, hallo erstmal und herzlich willkommen zum Topspiel in der Bezirksliga Unterland am heutigen grünen Donnerstag. Ja, der Tabellenführer VfL Brackenheim empfängt die Adler aus Heilbronn, den FC Union Heilbronn. Ja, die seit Sonntag nach dem Sieg gegen Friedrichshall wieder den zweiten Tabellenplatz zurückerobert haben. Ja, gehen wir rein ins Spiel. Die Heilbronner am Anfang optisch etwas überlegener. Und auch in der 11. Minute mit der ersten, ja, besseren Möglichkeit in diesem Spiel. Hier erobern sie im Mittelfeld den Ball über Betim Rukobay zurück. Dann über Kresimir Stranga auf der linken Seite. Bringt den Ball rein. Steffen Lauser direkt. Und dann Jonas Schellenbauer im Tor vom VfL Brackenheim. Das erste Mal geprüft in der 11. Spielminute. So, Szene läuft weiter. Abschlag von Schellenbauer. Und jetzt geht's auf die andere Seite, jetzt geht's schnell über Aaron Freier, zieht dann direkt ab, aus Spitzenwinkel, aber kein Problem für Röschel hier, auch noch in der 11. Spielminute. Ja, dann eine Standardsituation für die Hausherren in der 19. Minute, David Pfeiffer sieht in der Mitte Aaron Freier freistehen, ja, und er lobt den Ball mit dem Kopf ins lange Eck und es steht 1:0 für den VfL Brackenheim, für den Tabellenführer hier in der 19. Spielminute durch Aaron Freier. Ja, sein 7. Saisontor, 4 davon in den letzten 3 Spielen. Ja, weiter geht's, 21. Spielminute. Die Hausherren können den Ball im Mittelfeld abfangen. Dann langer Weiterball. Zweikampf, wieder können sich die Hausherren wieder Aaron Freier behaupten. Zieht kurz ab, aber direkt auf Tobias Röschel und somit kein Problem für den Keeper der Heilbronner. 3 Minuten später, langer Ball von Hamdi Ayeli, der ist schon in der 8. Minute gekommen für den verletzungsbedingt ausgeschiedenen Hayri Ceylan. Schöner Pass auf Seba Öztürk, der sieht Ali Brim, wird ein bisschen zu weit rausgetrieben, dann schöner Ball in die Mitte auf Joe Brown, klappt nicht. Nochmal Brown und knapp am Tor vorbei, knapp am 1:1 hier in der 24. Spielminute. So, 5 Minuten später, weiter die Adler im Vorwärtsgang. Eckball, nochmal Joe Brown. Ball kommt nochmal raus zu Steffen Lauser. Der setzt sich schön durch, zieht nach hinten, aber Jonas Schellenbauer mit dem Fuß den und kann die Situation klären. 30 Spielminute, Eckball für den VfL Brackenheim von der linken Seite getreten. Ball kommt rein, nah ins Tor gezogen, Tobi Röschel kommt raus, verpasst. Dann ist von hinten Mario Müller, der in der 30. Minute zum 2:0 für den VfL Brackenheim einschiebt. Hier nochmal zu sehen, Tobi Röschel am Tor vorbei und dann Mario Müller ins leere Tor. An Hamdi Ayeli noch vorbei. Ja, und dann steht es 2:0 nach einer halben Stunde Spielzeit. So, 10 Minuten brauchten die Adler, um sich davon zu erholen. Dann hatten sie eine sehr gute Möglichkeit durch eine Standardsituation aus circa 25 Metern. Lauser steht da bereit. Und er macht's auch. Ja, aber gut 2 Meter am Tor vorbei. Aber gute Möglichkeit hier für den FC in der 40. Minute. Ja, 5 Minuten später, kurz vor der Halbzeit, nochmal der VfL. Lang hoch in den Strafraum. Und dann war Feierabend, Halbzeit in Brackenheim. Und die Hausherren führen mit 2:0. Gut, gehen wir gleich in die zweite Halbzeit. Die Adler kamen gut aus der Kabine. Hier schön aus der Abwehr befreit und dann der Konter Seba Öztürk, jetzt noch zwei Mann vor ihm, wird ein bisschen rausgetrieben, kann den Ball behaupten, schlägt nach innen, da noch keiner da, aber hinten steht Ali Brim und kann den Ball nochmal in den Fünfer bringen, Steffen Lauser verpasst und dann aus dem Rückraum Joe Brown, guter Beginn. Ja, und dann haben wir was aus der 61. Spielminute, ein Abseitstor von Aaron Freier, aber trotzdem schöner Schuss, deswegen zeige ich ihn einfach mal. Herrliches Abseitstor. So, 2 Minuten später wieder der FC Union Heilbronn und wieder Joe Brown bekommt hier den Ball, aber Jonas Schellenbauer schmeißt sich auch dahin und dann nochmal Hamdi Ayeli aus dem Rückraum.
Aber es bleibt beim 2:0 für den VfL Brackenheim. Ja, noch 20 Minuten, die Heilbronner bemühten sich, aber hier die Brackenheimer können den Ball zurückkommen. Dann ging es oftmals schnell über Aaron Freier, dann Pascal Münzer in die Mitte. Tobi Röschel greift vorbei und zum Schluss ist es Dominik Lang, der an den Ball kommt und hier das 3:0 für den VfL Brackenheim macht in der 70. Spielminute. Ja, die Hausherren konnten heute alle Fehler der Gäste konsequent nutzen und so steht's. 3:0 durchaus auch verdient in der 70. Spielminute für den Tabellenführer. Gehen wir weiter, 4 Minuten später. Ja, Zweikampf in der Hälfte der Heilbronner. Dann können die Hausherren den Ball erobern. Rausgegeben, kurz nach hingezogen und dann abgeschlossen. Ja, gar nicht mal schlecht, der Schuss hier in der 74. Spielminute. 2 Minuten später dann die Heilbronner über Ali Briem. Dann schön gesehen von Seba Özturk auf Joe Brown, der 1:1 gegen Torwart. Ja, und macht das Ding zum Anschlusstreffer für die Adler in der 76. Spielminute. 3:1, Joe Brown, sein, ich glaube, 29. Saisontor. Ja, noch eine Viertelstunde blieb den Adler. Schneller Anschlusstreffer wäre es gewesen. Aber erstmal Standardsituation für die Hausherren. Aaron Freier und ja, an die Latte gezimmert den Ball hier. Viertelstunde vor Spielende. So, eine Minute später. Foul von Patrick Rapp an Aaron Freier. Der hatte schon gelb gesehen. Und daher gelb-rot hier in der 76. Spielminute für Patrick Rapp. Somit die Heilbronner die letzte Viertelstunde ja nur noch mit 10 Mann auf dem Platz. Der anschließende Freistoß reingezogen und dann aus dem Hintergrund noch der Abschluss, aber auch gut 2 Meter übers Tor und wäre auch für Tobi Röschel kein Problem gewesen. Ja, dann hören wir hier einen Pfiff, wir konnten leider nicht sehen, was es war. Und dann in der Nachspielzeit auch nochmal gelb-rot für Handi Ayili. Wie gesagt, wir konnten da eigentlich nichts sehen. Und dementsprechend die letzten paar Minuten die Heilbronner nur noch mit 9 Leuten. Und daher nochmal Konter für die Brackenheimer. Schön gemacht, aber dann verzogen. Und so blieb es zum Schluss beim 3:1 für den Tabellenführer gegen den Tabellenzweiten, den FC Union Heilbronn. Ja, 2 Topspiele innerhalb von 5 Tagen, 3 Punkte, Tabellenplatz 2 zurückerobert. Aber schade, dass heute Abend nicht ganz gereicht hat. Wir hören mal rein, woran es lag. 3:1 Auswärtsniederlage beim Tabellenführer VfL Brackenheim. Bei uns Steffen Lauser und Dieter Gerstung. Ja, Steffen, du warst auf dem Platz, hast das Ganze miterlebt. Wie war das Spiel so? Ja, war natürlich frustrierend in erster Linie. Wir waren in der ersten Halbzeit taktisch und spielerisch, glaube ich, nicht auf der Höhe in der Hinsicht, dass wir einfach, ja, dass wir haben gekämpft, wir wollten alles geben, wir waren 100% bei der Sache, aber ja, wir haben es nicht verstanden, ja, spielerische Lösungen zu finden, sage ich mal, im Spiel. Woran das lag, ja, ist jetzt auch im Nachhinein schwer zu sagen, beziehungsweise macht es jetzt keinen Sinn mehr, darüber zu diskutieren, weil wir einfach, ja, wir haben es einfach richtig dumm angestellt. Was einer Mannschaft wie uns eigentlich nicht passieren darf, aber scheinbar ist es halt passiert. Ja, hattet ihr eigentlich gerade in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, so anfänglich optische Überlegenheiten, also ihr wart mehr im Ballbesitz, sage ich mal, aber gefährlicher und schneller waren die Brackenheimer. Nein, das ist der Ballbesitz, der ist ja Bullshit. Ich meine, wir spielen hinten bei den Innenverteidigern zwei, dreimal den Ball hin und her, von rechts nach links, aber wir haben 20 Meter Platz, wo wir versuchen uns dann irgendwie spielerisch zu lösen, aber das ist natürlich dann schwer, ist über eine Breite von 20 Meter, das ist vor allem auf Kunstrasen, wo der Ball relativ schnell ist, da musst du dann natürlich ganz genau den Ball in den Fuß reinspielen und das Spiel schnell machen, auch beim Einwurf den Ball in den Fuß werfen, das sind so ganz kleine Dinge, die wir einfach nicht machen, aus welchen Gründen, weiß ich nicht, sollte man sich hinterfragen. Alles klar, fragen wir Dieter Gerstung, ja, du hast das Spiel von außen gesehen irgendwo, was hast du gesehen, ähnlich oder? Ja gut, erstmal Glückwunsch an Brackenheim, ich denke es war ein hochverdienter Sieg,
Ja, vor allem, ich sag mal, von der Chance her, wir haben einfach unsere Chancen nicht genutzt. Aber man muss eben da sagen, vom Taktischen her, wie es der Lars schon sagt, Räume eng machen, das schnelle Umschaltspiel war uns Brackenheim heute eine Klasse besser für mich, ganz klar. Ja, ich muss auch sagen, ich habe die Brackenheimer jetzt schon ein paar Mal auf den Kunstrasen gesehen, das ist ihr Platz, oder? Ich glaube, das liegt nicht am Platz. Das ist auch eine gute Mannschaft. Also ich denke, wir haben auch gute Spieler, die auch auf dem Kunstrasen spielen können. Also ich denke, das hat gar nichts zu sagen. Die machen das auch auf dem Rasen. Ich habe sie damals in Friedrichshain erlebt. Da haben sie erste Halbzeit noch eine Klasse für mich besser gespielt wie heute. Das ist eine gute Truppe. Die stehen nicht umsonst da vorne. Und das muss man auch neidlos mal anerkennen. Und wie gesagt, wir haben heute wirklich unsere Leistung nicht abgerufen. Das hat verschiedene Gründe. Ich denke, jeder Spieler muss sich wirklich auch mal Gedanken machen, ob er heute hier wirklich 100% oder 120% gebracht hat, weil die braucht man, um so ein Spiel zu gewinnen. Ja, jetzt haben wir aber eine ziemliche Hiobsbotschaft gehabt, gleich in der dritten Minute. Heiri Ceylan, so ein bisschen auch ein Abwehrchef, kann man eigentlich fast sagen, geht gleich vom Platz. Der hat einen Bagacak, gute Rücklauf gehabt. Waren wir eigentlich nach zwei Minuten schon ziemlich doof da gestanden. Ja gut, das ist ja nicht erst seit heute ein bisschen ein Problem. Es sind sehr viele Spieler, schleppen sich die letzten Wochen schon mit immer kleinen Blessuren, spielen trotzdem, werden immer wieder fit gemacht, trainieren aber auch nicht 100%. Dann ist das eine Folge, dass dann irgendwann kommt die Verletzung, die große Verletzung. Liegt auch manchmal an den Spielern, dass sie wirklich einfach spielen wollen und nicht sagen, komm, ich setze mal eine Woche aus. Klar, wir haben jetzt, glaube ich, drei Muskelfaserrisse, heute zwei, das Serdenmuskelfaserriss. Ist natürlich für uns eine Katastrophe, aber ich denke, wir haben einen breiten Kader. Jetzt müssen die Jungs in der zweiten Reihe zeigen am Montag gegen TG Böginger. Und ich denke, das wird auch passieren. Ja, Steffen, jetzt haben wir die Woche zwei Spiele gehabt. Einmal den FSV als Tabellenzweiter damals, jetzt sind sie Dritter. Also zwei absolute Topspiele. Wie hast du die ganze Woche gesehen und wie geht man jetzt an ein Spiel wie TG Böginger ran? Ja, das Spiel gegen Friedrichshain ist eigentlich nicht so schlecht, wie es in der Zeitung rüberkam oder wie ich das ab und zu mal gehört habe, weil das war einfach ein sehr schweres Spiel, wo wir uns in dem Fall clever verhalten haben und ja, vor allem in der zweiten Halbzeit dann auch das Ding eigentlich ganz gut über die Bühne gebracht hätten. Wenn wir natürlich die zwei, drei Konterchancen reinmachen, dann haben wir da Ruhe nach 60 Minuten, dem war nicht so, deswegen haben wir zum Schluss nochmal gezittert, aber ich glaube im Großen und Ganzen war das ein ordentliches Spiel auf dem Platz, was mit dem Wind und mit dem Boden einfach richtig schwer war. Das heißt, das weniger negativ, wie es manche andere gesehen haben. Ja, zu heute wurde ich eigentlich schon alles gesagt. Ich meine, das war ein Hocken wir ab. Aber wie kommen jetzt auch so zwei Spiele jetzt am Montag, Ostermontag kommt TG Böckinger, also immer eine ganz andere Marke. Das wird wenn nicht sogar noch schwerer wie heute, weil wir haben ja schon mal gespielt im Käfig gegen die Aramäer, wo wir uns richtig schwer getan haben. Den Platz kennen wir, die Verhältnisse dort kennen wir. Ja, das heißt natürlich, so schnell wie möglich das Spiel heute abhaken, Kopf hoch, weiter geht's. Und wir können jetzt den Trotzreaktion zeigen am Montag. Die müssen wir auch zeigen, denke ich mal, jeder Einzelne. Und ja, ich hoffe, dass die Chance hat dann jeder über 90 Minuten, die Trotzreaktion zu zeigen. Alles klar, bedanke ich mich schon bei dir. Ja, Dieter, wie geht's weiter? Du hast gerade gesagt, jetzt haben wir für Montag für TG Böckinger einige Leute, die nicht spielen. Wie viel haben wir noch? Ja, genügend noch. Also ich denke, wir kriegen immer noch 11 auf den Platz und ich denke, klar, Lausi hat schon gesagt, ich sage auch, ich habe im Vorfeld schon gesagt, das wird das schwierigste Spiel am Montag. Wir spielen bei uns auf dem Platz. Das ist ein Traum. Aber der Platz ist auch nicht besser. Also wie gesagt, wird ein sehr schweres Spiel. TG Böckinger Derby, Spiele gegen den Abstieg. Ich denke, ich wäre froh, wenn wir die 3 Punkte schon hätten. Ganz klar jetzt, wir müssen die 3 Punkte holen. Wir müssen den Platz 2 festigen. Wir haben Friedrichshain im Nacken und deswegen gibt es nichts anderes als 3 Punkte am Montag. Alles klar, bedanke mich bei euch beiden und freue mich auf das Spiel am Montag bei der TG Böckinger. Kopf hoch, bau die Leute noch ein bisschen auf. So schlimm war es nicht, war nur der Tabellenführer, da darf man auch mal verlieren. Also macht's gut, danke. Und nach der 3:1 aus der Niederlage gegen den VfL Brackenheim haben wir auch mal einen da von den Heilbronner Jungs. Der inoffizielle Vorstand sozusagen, Andreas Seebruch. Ja, Andi, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, was will man da groß sagen, wenn man verliert? Ich meine, es war ein krasser Fehler zu sehen. Hauptsächlich von unserem Torhüter, muss man sagen. Die 3 Tore, die zum größten Teil auf seine Kappe gehen. Was ich nicht verstanden habe, war in der ersten Halbzeit, dass man das Kick and Rush gespielt hat, obwohl man gesehen hat, dass eigentlich das nichts bringt. Ne? Hätte man mehr technisch was machen sollen.
Ja, wie gesagt, das ist immer so Sache. Du hast ja gesehen, Heiri Cela nach 3 Minuten Spiel, Kresimir Stranger, da hat uns natürlich auch dementsprechend ein bisschen die Kreativität im Spiel gefehlt. Ja, Montag geht's nach Bücken. Ihr seht alle ein bisschen zerstört aus. Seid ihr da aber wieder topfit, oder? Naja, klar, logisch. Wir unterstützen die Mannschaft immer weiter, egal wo. Da sind wir immer dabei. Mal die ganze Woche zum FSV gehabt, heute Brackenheim, also zwar die Topspielwoche im Endeffekt. Wie bist du mit der Woche an sich zufrieden? Ja, vom Topspiel gegen Friedrichshall hat man sich ja nicht auch mehr erhofft. Ne? Gerade weil es immer heißt, Topspiel. Und das ist meistens dann das Gegenteil, was dabei rauskommt. Du kennst zwar aus der Bundesliga, oder? Ja, so sieht es aus, ja. Topspiel heißt zwei tolle Abwehrreihen, treffen aufeinander und machen kein schönes Spiel für niemanden. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns am Montag wieder. Wir diskutieren gerade noch, ob es ein Heim- oder Auswärtsspiel ist, was vollkommen interessant ist, weil Heimspiel. Ja? Also 30. Also gut, dann sind wir 30 Meter weiter links. Sonst wären wir ja wieder im Käfig. Da waren wir auch schon mal. Alles klar, dann sehen wir uns am Ostermontag wieder beim Spiel FC Union Heilbronn gegen TG Böcking. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und gute Zeit. Ciao. Was? Sag was. Und immer dran denken, es geht immer weiter. Ja, auf jeden Fall.